Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren DüTEC 3 Video. Und zwar dem letzten aller Videos, nämlich dem Abschlussvideo und dem Übersichtsvideo über alle Grundstücke. Und ähm, ja, erstmal, Dütech 3 war durchaus auf jeden Fall erfolgreich. Wir hatten haben sehr viele schöne Bauwerke, wir haben ein gutes Straßennetz, wir haben ein, zwei gute Events auf jeden Fall entsprechend gehabt. Ja. Ähm, Spielerzahlen lagen so in, in etwa wie die letzten Jahre, kann man ungefähr sagen. Also von dem her auf jeden Fall ein durchaus sehr gelungenes ähm, Projekt. Leider begleitet mit so ein Stück weit technischen Schwierigkeiten, was jetzt Lex angeht. Aber ich hoffe, das kriegt man auf jeden Fall entsprechend wieder in den Griff. Auf jeden Fall ähm, starten wir hier erstmal bei mir in der Basis. Und wenn wir mal die Karte öffnen.

Ja, an die, knapp an die 30 ähm, Grundstücke, wenn man das halt so möchte, was wir haben. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge. Ähm, wurde natürlich entsprechend unterschiedlich auf den Grundstücken halt gebaut und ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall gleich einfach mal einen kleinen Rundumflug sozusagen machen. Das bedeutet, wir starten einmal mit unserer Basis und wir sehen, hier ist auf jeden Fall, wir haben unseren Tower hier entsprechend fertiggestellt, wir haben die Ebenen Soweit, so gut auf jeden Fall befüllt bekommen. Das sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann kommen wir hier einmal weiter zum unserer, zu unserem Nachbarn, den Wohl Nice. Da ist leider tatsächlich ein bisschen wenig passiert. Da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Das wäre schön, schön gewesen, wenn da auf jeden Fall ein bisschen mehr noch gekommen wäre. Aber vielleicht beim nächsten Projekt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann haben wir nochmal einen Kumpel von Wohl Nice, der sich auch hier nochmal niedergelassen hat. Und ich packe mal einmal das Ganze einmal hier zusammen. Ähm, nämlich der GHG Maxi. Ähm, der ist ein bisschen weiter gekommen. Hat hier auf jeden Fall mit Immersive ein bisschen angefangen gehabt. Ähm, hat hier auch ein paar Security-Kameras. Ähm, ein bisschen was hier, Pass Passwort Protected Chest und so weiter. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Ähm, er sieht auf jeden Fall. Ähm, ja, ist eine kleinere Basis draus geworden, halt am Ende nicht besonders doll, aber ist ganz okay. Gut. Dann gucken wir einmal weiter. Dann haben wir hier einmal das Gebiet, was ausgegraut ist von ähm, Mainly Jonah mit einem Luftschiff oben drauf und da kann man auch noch mal unten reingucken ähm, Game Mode Spectator und ähm, ganz gerne einmal unten in die Basis einmal reinschauen, was wir da halt im Grunde genommen so stehen haben. Also wir haben auf jeden Fall relativ viel Technik halt stehen. Ähm, wir haben verschiedenste Räumlichkeiten, die wir uns hier anschauen können. Das heißt, das sieht auf jeden Fall schon mal alles ganz schick aus und wir gucken uns nochmal das Ganze von oben einmal an. So sieht das Ganze dann entsprechend von oben aus. Kleine, aber feine umrandete Basis mit einem Luftschiff entsprechend hier oben drauf. Das heißt, da sehen wir auf jeden Fall ein kleines Luftschiff-Element. Und hier haben wir auch nochmal ein paar produzierende Maschinen am Ende. Oh, hier läuft sogar noch ein bisschen was durch. Das heißt, hier wird sogar noch etwas produziert an der stelle ähm, hier ein bisschen was mit mystical aquaculture gemacht hier oben auch also man sieht auf jeden fall da ist ein bisschen was entstanden okay dann gehen wir mal zum nachbarn da habe ich ja auch schon einen, bereits ein vorstellungsvideo erstellt und ähm, da könnt ihr euch das gerne mal angucken wir haben hier so einen schönen leuchtturm mit einem schiff mit finnland flagge entsprechend und haben hier ein haus was teilweise mit Deko, also, beziehungsweise, ich glaube, hauptsächlich, oben ist, glaube ich, hauptsächlich Deko gewesen, ja, ja, Na, oben ist n, tatsächlich viel Deko gewesen, und unten ist es dann auf jeden Fall spannender, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein schönes, durchaus ein schönes Haus, ähm, ja, okay. interessante Brücke, ein bisschen Technik hier sozusagen noch mit drin, ein paar Solar Neutron Activator sozusagen. Und ähm, ja, da können wir uns unten einfach mal reingucken. Ähm, die Basis habe ich ja grundsätzlich auch schon mal vorgestellt. Jetzt wird es gerade ein bisschen zu so viele Bildwechsel. Ähm, wie gesagt, interessante kleine Basis hier auf jeden Fall. Ähm, technisch sehr weit gekommen auf jeden Fall. Und ähm, sehr, sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Wir haben auch noch mal ein bisschen was sogar mit Immersive angefangen. Ähm, ja. Auf jeden Fall eine kleine, aber schicke Basis. Gerne auf jeden Fall mal das Video entsprechend noch angucken. Zur Basis und wie gesagt hier oben. Man sieht auf jeden Fall schon, da wurde auf jeden Fall einiges an Mühe reingesteckt. Ähm, ja, kann ich nur sagen, weiter so. Vielen Dank. Ähm, dann kommen wir einmal zum Dietz seiner Basis. Zwischendurch hatte er hier auf jeden Fall nochmal größere Reaktoren gehabt, die er dann allerdings aufgrund der Server-Performance halt abbauen musste, weil es dann doch am Ende halt irgendwie zu viel geworden ist. Ähm, das hat der Server dann am Ende leider nicht ganz geschafft. Was haben wir denn hier überhaupt? Die kann ich auch noch nicht. Neue Maticraft-Solar-Kompressor. Interessant. Einmal aus Solarenergie. Oh, hier wurde was, was abgefräst scheinbar. okay. Leute lassen das auch alles nicht ganz, ne? Okay, dann haben wir oben... Was haben wir oben? Haben wir... Ein bisschen Schnee. Okay, das ist glaube ich auch nicht so gewollt. So, wurde auf jeden Fall mit security Craft ein bisschen gesichert. Der Shop lief tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen. Ähm... Das können wir uns hier einmal angucken den Shop ähm, einfach mit Simple Shops sozusagen erstellter Shop ähm, ja kann man auf jeden Fall gut machen gut protected ähm, ja schicke Angelegenheit auf jeden Fall an der Stelle also durchaus interessant muss man sagen dann konnte man hier auf jeden Fall mit dem Vorschub fahren aber ich glaube der ist, ah doch geht mittlerweile wieder ähm, ich hatte auch überlegt gehabt ob ich da das Ding sozusagen nehmen möchte aber er war mir am Ende irgendwie ein bisschen zu langsam gewesen, muss ich gestehen. Ähm, jetzt sind wir... Ja, jetzt können wir hier wieder runterfahren. Äh, backt auch so ein bisschen noch... Ja, funktioniert auf jeden Fall mit Druck ähm, von Pneumatic Craft. Ähm, eine schicke Animation auf jeden Fall mit dabei. Ähm, ja, genau. So, jetzt kann man hier mal gucken, Konnte könnte man, glaube ich, nochmal nach unten, wir könnten, ja, mal gucken, also, diezer hatte auf jeden Fall ganz, ganz viele verschiedenste Sachen halt auf jeden Fall dort mit eingebaut, ähm, um, um, da sozusagen, jetzt muss ich mal gucken, ähm, zack, ähm, um da entsprechend auch sicherheitsmäßig ein paar Sachen zu machen, wenn man das halt so möchte, und, ähm, das bedeutet die Hauptbasis, wo waren die Basis da überhaupt? Da hinten ist die Basis, glaube ich, da, ähm, ja, hier ist auf jeden Fall einiges an Technik, ganz, ganz viele Laser-Ohr-Laser-Base, ähm, um, damit man halt überhaupt keine Rohstoffprobleme sozusagen bekommt. Hier eine kleine Botania-Ecke. Ähm, dann hier ein bisschen was mit Alchemistry, also alle Mods, die das Modpack sozusagen so bietet. Hier sehen wir allerdings auch mit Refined Storage wurde hier auf jeden Fall gearbeitet. Ich glaube ich auch eine der wenigen großen Basen, die da mit Refined Storage da gearbeitet haben, glaube ich. Ähm, der Rest hat, glaube ich, wirklich auch mit Applied Analytics halt gearbeitet. Ja, hatte ich ja auch schon mal gesagt, alles sehr ein bisschen wild und ähm, ja interessant gestaltet, kann man so auf jeden Fall halt sagen. Und jetzt wollen wir hier noch mal einmal reingucken. Also man konnte, glaube ich, hier irgendwo rein und dann gab es da noch mal irgendwie so einen Nebenraum, wenn man sich das nochmal angucken wollte. Ähm, ich noch mal gucken, wo das gewesen ist war das doch ganz ganz weit unten ah doch tatsächlich ich glaube das war doch relativ weit unten gewesen ah hier, hier sind auch noch mal die ganzen Multi Blöcke die man hier auf jeden Fall sich einmal betrachten kann und angucken kann ähm, das heißt hier ist auf jeden Fall auch noch mal etwa einiges gelaufen hier haben wir ein großes Feld von Mystical Aquaculture ähm, gut darunter ist dann kommt dann allerdings dann irgendwann halt auch nichts mehr also ähm, ja ist das sozusagen das, das, die, das letzte wenn man das halt so möchte was haben wir hier noch Ah, okay, hier, ah, ein ah, eine Witterfarm, ah, okay. Ich verstehe. Okay, ansonsten, wie gesagt, haben wir hier einmal die, die ganze Technik halt im Grunde genommen. Das heißt, hier haben wir, was haben wir hier? die ganzen Fässer. Radioactive Based Waste Barrel, okay, Boiler Canaan. Ah, hier haben wir auch nochmal einen Boiler sozusagen, ah, okay. Die Turbine auch nochmal ein bisschen groß geraten insgesamt. Kann man durchaus auf jeden Fall nochmal ein kleiner bauen. Hier haben wir auch nochmal einen Fischenreaktor. Auch sehr, sehr überdimensioniert und groß gebaut, auf jeden Fall. Ähm, ja. Okay. Aber irgendwo war, glaube ich, noch so ein Security-Raum. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo der gewesen ist. Siehst du, ich finde den selber tatsächlich nicht. Ähm, wo man das entsprechend ähm, sich angucken konnte. Vielleicht wurde der auch mittlerweile abgebaut. Das kann natürlich durchaus auch sein. Ähm, vielleicht finde ich ihn allerdings auch einfach nicht, das kann natürlich auch einfach sein, naja, hier sind wir ja schon auf der oberen Etage, ähm, ja, okay, gut, dann lassen wir das allerdings, ähm, irgendwo gab es allerdings auf jeden Fall noch so einen Security-Raum, das fand ich auf jeden Fall durchaus interessant, war das, oder war das hier? Ah, doch, hier war das, ah, hier, doch, hier ging es nach unten, ähm, genau, hier ging es nach unten auf jeden Fall einmal, Und dann gab es da unten, glaube ich, noch irgendwie so einen ist hier nicht noch irgendwie so ein Raum? So einen extra angeschlossenen Raum? Na, scheinbar nicht. Okay. Schade, schade. Oder doch hier nochmal? Nee. Naja. Egal, gut. Dann lassen wir das an der Stelle. Aber gucken wir mal weiter uns das Ganze an. Das heißt, wir wollen einmal gucken, gehen wir einmal zu, alles wird gut. Ähm, die Basis habe ich auch vorgestellt. Da hat ähm, auf jeden Fall der liebe Holoweiser sozusagen dran gearbeitet an der Basis. Ähm, hatte ich ja auch schon immer mal ein bisschen was vorgestellt dazu. Also ähm, ja, auf jeden Fall eine durchaus ansehnliche Basis auf jeden Fall geworden. Sehr strukturiert, sehr aufgeräumt auf jeden Fall alles. Ähm, ist auch ein bisschen was an Zeit auf jeden Fall da reingeflossen, damit das hier entsprechend so aufgeräumt halt aussieht. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall durchaus so machen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr schön. Ähm, und ja, danke auch, dass du an der Stelle mit dabei gewesen bist, Holowiser. Ähm, dann haben wir als nächstes einmal die Saufzwerge. Ähm, ich glaube, da brauche ich nicht besonders viel dazu zu sagen. Die Basis habe ich sehr häufig mir angeguckt, beziehungsweise auch sehr häufig vorgestellt. Hier ist auf jeden Fall einiges entstanden. Gerne auf jeden Fall an der Stelle wirklich nochmal in das Video reinschauen. Ähm, da ist wirklich ähm, sehr, sehr viel Liebe zum Detail entstanden. Und ähm, ja, an der Stelle auch nochmal, gab es irgendwo, glaube ich, war das. War das hier? Bin mir nicht ganz sicher. Ich will mal will mal kurz gucken. War das hier? Ja, genau. Ähm, nämlich von Mr. Snowski und Merosario Rosario. Und hier haben wir nämlich das Zimmer von Mrs. und Mr. Snowski. Und einmal haben wir hier einmal Zimmer von N.A. Snowski und ähm ja das ist im Grunde genommen, soll das dann das Kinderzimmer sein herzlichen Glückwunsch an der Stelle halt zur Geburt des Kindes was nämlich auch noch passiert während ähm, der Server sozusagen noch lief wurde ähm, ein schönes Luftschiff noch ge gebaut ähm, hier ein bisschen futuristisch sozusagen ähm, und ähm, ansonsten halt alles sehr zwergenmäßig halt im Grunde genommen auf jeden Fall ähm, gehalten mit einer kleinen Vorstadt ähm, so ein bisschen so Schmied hatten wir glaube ich hier irgendwo, genau, da war hier auf jeden Fall so ein Schmied gewesen. Ähm, sehr viel, auf jeden Fall ähm, dekorativ gebaut, sehr schick sieht das alles hier auf jeden Fall aus. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und dann kommt man hier sozusagen hier so entsprechend rein, hat dann hier verschiedenste Auswahlmöglichkeiten. Also die Basis ist auch ähm, viel zu groß, um das halt auch jetzt entsprechend halt noch zu. Ähm, noch zu zeigen, das kann man hier an der Stelle leider wirklich nur überfliegen. Gerne auf jeden Fall in das Hauptvideo zur Basis auf jeden Fall mal reinklicken. Das habe ich ja auch entsprechend erstellt. Hier alles sehr dekorativ gehalten. Hier zum Beispiel, was eine Mine, hier ein Minecart, was sozusagen hier oben fährt. Warte mal, war das, war das, hier? Doch, ich glaube hier. So, da oben müsste irgendwo ein Minecart fahren. Ne, da fährt das Minecraft da oben. Wie wirklich wie in so einer Höhle halt im Grunde genommen. Da oben fährt sozusagen das Minecraft. Das sieht auf jeden Fall alles sehr schick aus. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Okay, gut, dann haben wir einmal, wie gesagt, das ist im Grunde genommen so als Gesamtüberblick in das Reich der Zwerge. Sehr, sehr schön gebaut. Gefällt mir wirklich echt gut. So, dann haben wir als nächstes einmal ein Canvi's Party. Dann gucken wir uns mal an. Canvi, ähm, eine Mitspielerin, die sehr, sehr detailliert halt immer ähm, arbeitet oder sehr detailliert halt immer baut. Ähm, ah, okay. Da gab es auf jeden Fall einen Restart. Über fünf Minuten wieder erreichbar sein. Okay. Gut, dann. Ja, bis gleich. Und an der Stelle geht es dann auch schon weiter. Und ähm, ja, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der ähm, Party, beziehungsweise bei der Basis von Kanvi. Ähm, ja, eine Spielerin, die auf jeden Fall sehr ähm, detailreich halt immer arbeitet. Das also man kommt hier entsprechend rein, ähm, kann sich das alles hier entsprechend gut angucken. Ähm, gerne auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr die, euch die Welt gedownloadet habt. Packe ich auf jeden Fall auch den Weltdownload unten rein. Hier haben wir auf jeden Fall. Ähm, ähm, Yeah, wir find Storage Elemente, ein bisschen was angefangen mit mechanism halt entsprechend. Ähm, hier oben ist ja, ich glaube, das fehlt hier so, so ein Stück weit noch so ein Dach. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine kleine schöne Treppe so als Element. Und ähm, hier oben auf jeden Fall auch noch ein kleines Büschgedecks, ähm, ähm, entsprechend aufgebaut. Das sieht auf jeden Fall alles. Fällt mir alles sehr gut. Ähm, haben wir hier auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Weg nach unten. Ähm, sehr süß gebaut Oh, hier kann man sich so hinsetzen wie, wie bei so einer parkbank und ähm, ja hier ist leider nur dirt. wahrscheinlich sollten hier wahrscheinlich noch mal irgendwie ein paar pflanzen hin immer davon sollten leider nicht ganz fertiggestellt aber man sieht auf jeden fall in welche richtung es gehen soll hier unten auf jeden fall auch irgendwie so ein paar ähm, ja. ja wie soll man sagen ein paar pflanzen entsprechend halt aufgestellt und ähm, das sieht auf jeden fall sehr schick aus genau so sagen das kann man nicht anders ähm, sagen. Hier oben haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mit Mystical Aquaculture, ähm, was man hier auf jeden Fall sehen kann. Hier drin oh, doch keine, keine weiteren sozusagen, keine, keine Unterstützungsdinger noch mitgebaut, also keine, ähm, keine Booster in Anführungsstrichen. Ähm. Dann kommen wir einmal zum Gebiet von ähm, GoFunder. Der sich da nämlich direkt ähm, neben wie niedergelassen hat oder Kanvi hat sich neben Joe von der niedergelassen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Dann kommen wir hier sozusagen auf die Basis einmal rein. Und ähm, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ähm, gut, alles klar. So, dann haben wir hier auf jeden Fall einmal das Ganze hier entsprechend. Ähm, Parrot äh, so weiter haben wir hier eine Farm man sich ähm, angucken kann. Hier hatte hier hatte er, er mir erzählt gehabt, dass er hier hauptsächlich sozusagen seine Bastelecke gewesen ist mit ein paar Ohrlaser Base entsprechend drin. Aber sehr auf Details wurde auf jeden Fall hier im Haupthaus auf jeden Fall geachtet. Also auf jeden Fall einiges entsprechend ähm, die Technik halt angeht. Ähm, sehr auf Details geachtet wurden, haben wir hier nochmal. Also gab es hier nicht auch irgendwie ach, stimmt genau hier in der Garage zum Beispiel, ne? Also man sieht hier auf jeden Fall, dass hier dass hier irgendwie eine Garage sein soll. Fehlte leider ein bisschen die, die Garagentore, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Man sieht auf jeden Fall eine, Man sieht auf jeden Fall, es ist eine sehr schicke Basis. Ähm, kann man auf jeden Fall so machen und ähm, sieht gut aus. Gefällt mir. So, dann gehen wir einmal zum Team Gurkenparty. Ähm, leider wird da nicht besonders viel mehr noch passiert sein. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber auch nicht weiter schlimm. Gucken wir mal, ich glaube, so super weit ist das Team nicht gekommen. Bin mir gar nicht sicher, ob sie das abgeschlossen haben, das Projekt so an sich. Aber können wir gleich gleich nochmal gucken, wie viel da sozusagen noch passiert ist. Oh, okay. Also hier unten drin, okay, hier wurden die Ebenen nicht weiter vollzogen. Das heißt, hier sollte auf jeden Fall scheinbar noch ein bisschen mehr passieren. Hier haben wir auf jeden Fall entsprechend halt eine, eine Rundung. Aber das ist wahrscheinlich durch die Lags, ist das leider nicht mehr großartig ähm, vollendet worden. Das heißt, wir haben jetzt immer noch hier diese Cubes entsprechend stehen. Ähm, teilweise angefangen sozusagen schön zu verzieren hier oder mit so einem Übergang hier entsprechend zu machen. Hier zum Beispiel halt ne, mit einem entsprechenden Kabel hier irgendwie ähm, wegzuziehen und die Cubes so ein Stück weit miteinander zu verbinden. Ähm, grundsätzlich erstmal eine sehr interessante Variante, wie man eine Basis aufbauen kann. Ähm, Finde ich auch wieder sehr interessant. Gibt es ja immer sehr unterschiedliche Stile von den Spielern. Ähm, aber das hätte noch mal ein bisschen zu Ende gedacht werden können. Da ist leider zum letzten Video auch dann nicht mehr besonders viel passiert. Bearbeitende Maschinen natürlich. Entsprechend ME-Controller haben wir da. Ähm, natürlich ganz klassisch. Hier ein paar Electric Pumps. Hier ähm, sind wir in Richtung Mechanism, Dynamic Tanks. Ähm, was haben wir auch irgendwelche Reaktoren schon irgendwo? Vielleicht welche, die ich... Ah, doch, da hinten haben wir auf jeden Fall einen Fusionsreaktor. Läuft der noch? Nee, läuft auch. Leider auch nicht dann äh, so gebaut. Action casing hat auch keinen Strom mehr. Ähm, dann eben leider nicht so gebaut, dass man, ja, eine unendliche Stromproduktion hat. Die Straße leider auch nicht komplett mit integriert oder nicht fertig geworden an der Stelle. Ist ein bisschen schade. Aber okay, gut. Dann haben wir als nächstes haben wir einmal das Team von T0SC. Ähm, da ist leider auch nicht besonders viel passiert, glaube ich. Können wir einfach mal hm. also müssen Wir müssen erstmal hier noch laden lassen. Ähm, wie gesagt, die ganzen Gebiete sind ja momentan ohne Chunk Loader. Wir können einmal unten reingucken, aber wie gesagt, wenn jemand. Also, ich das hier oben. Und nochmal irgendwie weiter reingehen. Leider nicht. Da ist irgendwie auch nichts unter der Erde irgendwie gebaut worden. Ähm. Aber manchmal lässt es auch einfach die Zeit einfach nicht zu. Dann ist es. Dann gucken wir uns einmal NL Industries an. Da ist ähm, ein bisschen was noch ich glaube, ein bisschen was ist noch passiert. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. nee so viel ist eigentlich nicht mehr passiert. Ich glaube, das baut, typische Baumhaus, was Nila Lul da meistens immer baut. Wurde glaube ich noch ein bisschen erweitert. Aber nicht besonders viel. Ähm, im Vergleich zum letzten Mal. Ähm, Wenn dann auf jeden Fall nur ganz, ganz minimal. Hier haben wir auf jeden Fall ein, paar, ein bisschen Stromversorgung. Ähm, aber wie gesagt, das war nicht besonders viel. Doch, ich meine, dass auf jeden Fall diese, die Wände, die waren, oder beziehungsweise die Decke war vor. Ich glaube, da wurde ein bisschen was noch gebaut. Okay, dann gehen wir, kommen wir auch schon im Grunde genommen zum, was man definitiv nochmal erwähnen sollte, ist, dass wir auch ein eigenes Postsystem haben. Das heißt, ähm, da hat sich der Liebe Mehr Rosario rangesetzt und im ähm, entsprechenden Postsystem ganz einfach etabliert. Das heißt, wir haben überall halt dazwischen irgendwie größere Verteilungsstationen und alles, was angebunden ist, ist im Grunde genommen halt, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, grün zu lesen und alles, was alle Teams, die noch nicht angebunden sind, die sind halt rot zu lesen, wie jetzt zum Beispiel Tech Town, ähm, die fehlen hier zum Beispiel noch. Dann haben wir, was haben wir noch? Ähm, die Wissenschafts- ähm, party oder the one zum beispiel ähm, oder food truck ähm, das sind auf jeden fall ein paar die nicht an entsprechend angeboten sind weil die dann vorzeitig inaktiv gewesen sind zu dem zeitpunkt wo das erstellt wurde aber wir sehen trotzdem relativ viel grün bedeutet hier wurde auf jeden fall trotzdem noch relativ viel mit entsprechend angeboten und ja jetzt geht man hier entsprechend so die straße lang sieht hier so das baumhaus das sieht auch auf jeden fall alles schon mal ganz schick aus und nett nett aus auf jeden fall und ähm, ja dann kommen wir hier sozusagen zum Spawn. Das ist ja hier im Grunde um die Spawn Area. Dann haben wir hier drüben eine Arena äh, mit einem durchgeführten Event von MDAN. Ähm, ja, Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Ja, ein bisschen die Straße fehlt tatsächlich hier hin. Ähm, das hätte man durchaus nochmal mit bedenken können. Aber natürlich kann nicht perfekt sein. Okay, hier geht es auf jeden Fall mit den Straßen entsprechend weiter. Dann haben wir auf jeden Fall einmal. Können wir mal gucken, was wir hier für Schild stehen? Axol, Axolotl zu verkaufen, Preisverhandlungsbasis, Atze. Naja. Oh haben Spawn halt auf jeden Fall entsprechend. Hier haben wir auf jeden Fall wieder unser Postsystem. Und dann haben wir einmal. Gehen wir einmal. Ja, wir gehen einmal, um das abzuschließen. Gehen wir nochmal in, in die Richtung unseres Grundstückes. Das heißt, wir haben einmal hier den Foodtruck von Tod oder Tod. Ähm, der hier immer noch sein Foodtruck sozusagen hat. Der allerdings mittlerweile auch schon. Ja, wahrscheinlich durch ähm, ja, entweder einen Brand oder einen Blitzeinschlag auch schon ein bisschen lediert worden ist. Und ähm, aber auf jeden Fall eine nette Idee, muss man sagen. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und dann sind wir hier bei Babylon, ähm, ja, einem Wüstentempel. Ähm, die Basis habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Gerne da auf jeden Fall mal reinklicken in die Playlist und sich das entsprechend mal angucken. Ist auf jeden Fall cleaner geworden. Es gab immer mal Probleme mit dem Fischenreaktor, sieht man ja auch hier, der lief leider nicht permanent, muss man sagen. Ähm, das heißt, da gab es leider immer mal wieder Probleme. Aber ansonsten eine sehr cleane Basis jetzt dieses Jahr. Ähm, hier unten ein bisschen, ein bisschen uncleaner, aber immer noch ziemlich clean. Ja, und ansonsten oben schön mit Wasser sozusagen besetzt und ähm, ganz oben nochmal so eine kleine botanier ecke und ähm, ich glaube, hatten wir nicht hier üben. Ach, stimmt, hier hatten wir nochmal. Ähm, ja, hier ähm, zum Beschwören von Botania hatten wir hier eine Ecke. Ansonsten. Gebiet. Ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Also Daumen nach oben da an der So, dann gucken wir uns nochmal an. Was wir noch haben. Dann haben wir einmal hier nochmal die Basis von Reumer. So, haben wir auf jeden Fall ein kleines, schlichtes Hausdesign mit ein paar Türmchen dran. Okay, die Türme sind leider nicht ganz vollständig. Hier wäre es schön gewesen, wenn man das den Turm noch vervollständigt hätte. Dann würde das auch gut aussehen. Aber leider nicht ganz ähm, vollständig sozusagen. Man kommt unten, unten entsprechend rein. Dann hier einmal die Möglichkeit nach unten zu gehen, in den Keller. Haben wir zwei, zwei Portale. Und dann haben wir hier entsprechende Verarbeitung. Von verschiedensten Elementen und verschiedensten Sachen. Hier wurde sogar mit Wetstone gearbeitet. Ja. Um, Smooth Glass, Energizing Orb, ah, okay. Wetstone, da wurde hier gearbeitet. Hier haben wir ein paar Bienchen. paar aber Easy Piglins, ah, okay. Interessant. Hier haben wir Mechanism Verarbeitung, die sogar noch läuft. Ja, einige Klumpen hier. Oh, das ist sogar eine. Sieht ja sogar noch eine Vertreifung aus bei Klumpen. Ne, wobei ne Quatsch muss nicht unbedingt. Ähm, nur no Laser Base. Ähm, ja, hier ist auf jeden Fall einiges passiert. Oh, hier haben wir auf jeden Fall auch noch, ähm, eine Mobform, die auch noch aktiv ist. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was entstanden. Oh, hier unten. Hier unten haben wir auch noch ganz viele. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, die Dynamic Tanks hier von Mechanism. hier oh, yeah. ähm, haben wir auch nochmal einen Dynamic Tank von Mechanism. Auch nochmal einen Tank. Ganz Viele Tanks, ganz viele Thermal Evaporation Plans. Ganz, ganz viele Thermal Term Evaporation Plans. Okay. Gut, dann haben wir diese Basis, Räumeer. Dann gehen wir einmal weiter. Ähm, dann kämen wir theoretischerweise rechts wieder zum Food Truck, beziehungsweise zum Spawn. Haben wir hier einmal das Gebiet von Raffi, Team, äh, von Radon, ähm, Robin und ähm, ja, noch zwei anderen Teammates. Habe ich die Namen tatsächlich schon wieder vergessen, weil die nur kurz da gewesen sind? Ähm. So. Ah, doch, einen, einer fällt mir gerade wieder ein: der Mac Lee. Das ist der Kumpel von Radon und dann hatte. Ähm Flying Headshot hieß er, glaube ich, ähm, von Robin, der Kumpel. Ähm, die allerdings meistens immer nur ein bisschen kürzer spielen und dann relativ schnell wieder raus sind. Das ist leider ein bisschen schade. Aber auf jeden Fall, die Basis habe ich auf jeden Fall schon entsprechend oft genug ähm, vorgestellt. Das bedeutet, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Gebäude. Fliegen einmal entsprechend rein. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch nochmal eine ganz große, schöne Glocke, die man auf jeden Fall gut verwenden kann. Das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr schick aus. Ähm so, dann haben wir hier verschiedenste Verbindungen zu den einzelnen. Hier wurde dann auch dann später sehr detailliert gearbeitet, wie zum Beispiel, dass es hier einen Dachboden gibt. Hier ein paar Spinnenweben zum Beispiel, ne. Alles, was man irgendwie so auf den Dachboden schmeißen kann. Irgendwie ein paar Betten, Matratzen, ein paar Werkbänke, ein paar Köpfe und so weiter. Also da wurde auch dann am Ende noch auf die Teil geachtet. Den Hafen finde ich zum Beispiel auch sehr gelungen. Also Das muss man wirklich auch nochmal so sagen. Ähm, die sich das hier mit uns so ein Stück weit teilen, ne. Also hier wie so eine Art ähm, ja sagen wie so ein hebegraben sozusagen hängt hier der ähm, hängt hier das Ding hier entsprechend hier so dran an der Bohrinsel also ähm, ähnliche Ideen von unseren beiden Teams ähm, den Fischenreaktor der glaube ich ist, nicht, ist sehr weiter unten drin nee, ich glaube der ist weiter unten drin glaube ich, ich und glaub, der ist ganz ganz unten ist ja ähm, ist halt der Fischenreaktor und dann haben wir hier auf jeden Fall den Hafen und das finde ich hier zum Beispiel echt sehr sehr schick gestaltet muss man sagen ähm, da kann man auf jeden Fall auch mal screenshot von machen. Ähm, Gerade den Hafenbereich finde ich sehr sehr gut gelungen, ähm, weil der wirklich echt authentisch halt aussieht. Also mit den Blöcken und so weiter. Und hier ähm, so dieser ja wie soll man sagen zu so dem m, größeren Truck sozusagen halt entsprechend. Oder auch hier natürlich so Elemente, die Pumpelemente halt. Ne, sieht halt wirklich aus wie ein Hafen entsprechend. Und, ähm, ja, wie gesagt, technisch brauchen wir natürlich nicht drüber zu reden, da gerne auf jeden Fall mal dort in das Video reingucken. Ähm, da ist auf jeden Fall technisch das Team, was mit am weitesten fortgeschritten ist, ganz, ganz viele Festplatten hier entsprechend ähm, installiert. Ähm, viel mit Subsystemen gearbeitet ähm, bei, ähm, ja, wie soll man sagen, Applied. Ganz viele Sachen halt überall immer, immer gebaut. Da würde ich auf jeden Fall sagen, was den Aufwand angeht. Stärkste Team auf jeden Fall. Ganz, ganz große Klasse. Sehr schön. Dann gehen wir einmal weiter. Das heißt, wie gesagt, ähm, wir haben ja fast nur Basis hier nur noch an der Stelle. Ähm, und dann gehen wir einmal weiter zu Hasenpartys im, ja, Gebiet. Das Gebiet habe ich auch tatsächlich schon mal vorgestellt. Gerne auf jeden Fall auch da nochmal in die Videobeschreibung reinklicken. Haben wir hier auf jeden Fall ähm, zwei Reaktoren in gewisser Art und Weise. Ähm, das hier sollte eine Satellitenschüssel sein. Aber gut. Ähm, da scheiden sich natürlich die, die Geister so ein Stück weit, aber ähm, okay, aber ansonsten auch sehr viel Arbeit hier mit entsprechend reingesteckt. Ähm, gerne nochmal ein kleiner Tipp, nochmal ein bisschen detailreicher arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich so für das erste Mal sozusagen an einem größeren Projekt so teilgenommen zu haben. Finde ich das eine sehr gute Leistung. Ist ja auch noch etwas jünger, der liebe Hasenparty. Und ähm, ja, haben wir hier auf jeden Fall zwei Reaktoren, ist auch weit gekommen, was jetzt ähm, das Modpack halt an sich halt angeht. Das heißt, da ist der Fortschritt auf jeden Fall auch entsprechend da gewesen. Hat mir also auch sehr gefallen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal runter. Wir haben noch die Anbindung. Wir haben noch T0. An T0 wurde das Ganze irgendwie so ein bisschen vorbeigeführt. Und wir gehen mal einfach mal auf die Straße hier unten. Das scheint scheinbar die einzige Straßenverbindung, die zu den unteren, zu den südlicheren Gebieten sozusagen führt in gewisser Art und Weise. Kann man sagen. Und da gehen wir einfach mal auf jeden Fall mal runter. uns das mal weiter an. Ja, es lä lädt ein klein wenig, aber die also nehmen wir da nochmal mit. Auch nicht vollkommen ausgebaut. Das heißt, wir müssten jetzt einmal, wenn wir jetzt geradeaus gehen, würden wir zu Abse kommen. Aber ich würde ganz gerne erstmal den Umweg nochmal machen wollen zu Hacktown und sozusagen ähm, zum Wissenschaftskönigreich, was aber, das war die falsche Richtung. Okay. Interessant. Das bedeutet, wir müssen ein so, da haben wir auch eine Brücke, die hier auf jeden Fall. Oh, uh, die, die ist richtig fertig gestellt, die Brücke hier. Ja, das sieht gut aus. Oh, uh, die ist wirklich stark geworden, die Brücke. Uh, ja, starke Brücke. Fällt also, mir. Ja, sehr gut. So, hier wurde auch noch weiter gearbeitet. Weiter mit weiteren äh, Lampen. Alles immer mal ein bisschen äh, etwas in einem anderen Stil, aber finde ich auch gar nicht, gar nicht so schlimm. Also, oh, uh, hier geht es auch nochmal steil nach oben. Okay. Und dann kommen wir so langsam jetzt einfach nochmal nach oben. Und ich finde es gut, dass alle da so wirklich mitgemacht haben und dann halt die Gebiete halt entsprechend halt angebaut haben. Ähm, na, nicht alle, ähm, hier endet es dann auch leider tatsächlich. Ähm, aber viele, viele haben die Gelegenheit auf jeden Fall halt genutzt, ähm, um das anzubinden. TechTown, ein großes Team. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja im Vorfeld gesagt, ähm, Dutech an sich ist halt kein Projekt, ähm, was man mit fünf Leuten spielen sollte, wurde am Ende glaube ich ein fünfter team ähm, und ähm, ich hatte schon manchmal so das Gefühl gehabt, dass das Team halt dadurch, dass es halt dann zu groß gewesen ist, sich nicht wirklich vernünftig absprechen konnte, wenn man halt nicht die gleichen Online-Zeiten hat, ist das dann halt tatsächlich halt auch immer ein bisschen schwierig, muss man halt auch wirklich sagen. Ähm, ja, jeder hat glaube ich irgendwie immer mal ein bisschen was gemacht. Ich glaube hier ist irgendwie ein bisschen mal Botania entstanden, naja ein bisschen Applied haben sie hier gemacht. Ähm, ja, hier haben wir ein bisschen Mystica-Agriculture angefangen aber nichts was man großartig da noch irgendwie richtig sehen kann dann haben wir einmal was haben wir denn dann noch hier haben wir gut der baum gehört so mit dazu haben wir ganz viel technik die hier außerhalb gebaut wurde ähm, dann ging es hier glaube ich auch noch mal irgendwie rein dann haben wir hier irgendwie ganz viel, viele ohrlaser base ähm, geschichten dann haben wir hier eine botania ecke sozusagen das heißt, da hat jeder mal irgendwie mal ein bisschen was gemacht und angefangen. Ähm, Gab es irgendwo gab's es, glaube ich, dann auch noch mal ja auch irgendwo. Oh. Eigentlich es sie auch. Eigentlich hatten die auch hier irgendwie noch einen Reaktor gehabt. Kann aber sein, dass sie den mittlerweile umgebaut haben. Hatten. Ah stimmt, die hatten den hier irgendwo. Irgendwo hier war das ganze Ding gebaut. Er hat sich tatsächlich auch noch einiges geändert, oder dass der Reaktor weggesprengt? Kann natürlich auch sein, dass der Re Reaktor weggesprengt ist. Ich glaube, hier war nämlich, stand eigentlich nämlich der Re Re Reaktor, der irgendwie was war, aber ja, doch hier, da Reaktor, Re Reaktor Casing von Bigger Reactors. Ja. Was soll man dazu sagen? Auf jeden Fall, wie gesagt, einfach, stumpf, zwischen ein te Technik hingestellt und, ähm, ja. Weit zwar gekommen, auf jeden Fall, ähm, aber wie gesagt, ein Vierer-Team würde ich definitiv so in der Form nicht empfehlen. Und das muss. Muss man auch ganz klar und deutlich halt so sagen. Haben wir hier nochmal die, den Ausblick auf das Wissenschaftskönigreich. Die beiden, die haben, ähm, hatte ich jetzt ein bisschen wenig, wenig Kontakt gehabt mit den beiden von, vom Wissenschaftskönigreich. Ähm, aber die hatten auf jeden Fall sehr gut das hier gebaut. Mit so einem Empfangsbereich und Dresen und so weiter und so fort. Ähm. Okay, hier unten ist, sind Items. KBFSAD, okay, MA-Storage-Monitor. Ah, okay, der wird gerade... Concrete. Okay, sie wirkt ein bisschen komisch. Okay, wirkt ein bisschen buggy auf jeden Fall. Okay, interessant. Ähm, ja, hier haben wir auf jeden Fall noch den Villager. Auf jeden Fall alles noch da. Ähm, Mechanism, Applied. Ganz viele Sachen. Ja, und dann so einen großen me controller auf jeden Fall gebaut. Und das Wissenschaftskönigreich hat sich da, beziehungsweise hier... Tech Town hat sich da glaube ich angeschlossen, right. Tech Town, ah, die haben die Portale hier auf jeden Fall zumindest Und Blue Skies, haben sie hier noch irgendwie was? Hier haben wir auf jeden Fall noch die Thermal Evaporation Plants Wir können auch gleich bei, ähm, bei Tech Town, können wir gleich nochmal gucken, ob, ähm, ob wir da nochmal irgendwie was finden Hier haben wir auf jeden Fall, ach stimmt, die hatten hier die große Höhle gehabt die ja, man am Anfang hier, genau, die hatten hier diese irgendwie super, super große Höhle und da haben die haben die angefangen gehabt, sich reinzubauen. Auf jeden Fall auch interessant aus am Anfang. Ähm, das war wild. Auf jeden Fall geile geile Höhle halt, ne? Kann man gut auf jeden Fall ausbauen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, aber auf jeden Fall hier zwei äh, schicke Basen, die halt wirklich äh, doch relativ dicht eigentlich beieinander gewesen sind. Ähm. Können wir können gerne nochmal hier unten reingucken, ob wir hier nochmal irgendwie was sehen, wo wir irgendwie Fortschritt er erkennen können. Ah, doch, hier haben wir nochmal ah, noch, doch noch mal die Reaktorgeschichte. Hier haben wir Bigger Reactor. Ah, okay. Hier haben wir nochmal Bigger Reactor. Hier haben wir um, die Thermal Evaporation Plants für Mechanism. Hier haben wir nochmal eine Quantum Bridge. Ah, okay. Also unten rein halt doch nochmal am Ende halt gebaut. Okay. Interessant. Aber hier haben wir einen Fusionsreaktor, der leider mittlerweile auch nicht mehr läuft. Aber die Laser laufen noch. Oh, das ist ja auch ärgerlich, weil die verbrauchen nämlich dann nur Strom. Aber okay, gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren noch bei Atze, fehlt uns noch ein Stück weit. Das heißt, da müssen wir noch mal hin zu Atze einmal. Das heißt, wir zurück. so Hier ist noch work in progress. Achtung, Straße noch im Bau. Ja, so hier geht's es auf jeden Fall noch zur Atze. Ja, das hat er glaube ich also als kleines Gimmick halt mit eingebaut. Äh, aus dem Bauamt, weil ich glaube da gab es nämlich kein Gebiet, was da irgendwie hemmt gewesen ist. Ich dürfte es eigentlich gegeben haben. Das war frei. Man geht hier in den Tunnel rein. Kommen wir hier dann irgendwann raus bei Atze. Können wir einfach einmal hinspringen. Ähm, bevor sozusagen dann alle die, die ganzen Chunks halt im Grunde genommen generiert werden. Und gerade bei Atze ist tatsächlich auch nochmal einiges passiert. Wir haben hier wirklich ganz viele Sachen. Wir haben hier erstmal das Briefkastensystem. Kommen wir hier erstmal. Kommen wir hier so an. Wurde auf jeden Fall auch einiges noch gebaut. Und ähm, auch viele schicke Elemente halt. Ne? Haben hier sozusagen die Straße, die hier entsprechend ankommt dann hier so an hier so verschiedenste Monster oh hier die Köpfe oder oh, das finde ich ja interessant oh, das ist gar nicht schlecht Urgast-Trophy ah, okay. auf jeden Fall dekumäßig alles Achtung vor Fe Feuerdüsen. Feuerdü aber dann hier Wetterdetektor von cyclic okay. dann haben wir hier auf jeden Fall eine kleine Mini Farm Sweet Berries und zwei Füchse oh cool zwei so, dann haben wir hier eine, eine Chicken Farm kombiniert mit. Okay. Oh, okay, die, die werden auf jeden Fall scheinbar gemolken. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Okay, was ist das? Firejet. Oh, das kann ich auch noch nicht. Das ist ja heftig. Ja, auch Firejet. Achtung, Feuerdüsen. Okay. Ui, ui, ui. Ah, Da ist auf jeden Fall doch einiges passiert. Dann kommen wir hier auf jeden Fall nochmal hin. Haben wir hier die nächste Farm, wenn man das halt so möchte. Ähm, Mystical Aquaculture. Hier ja, auch nochmal Mystical Aquaculture. Ah, dann kommen wir wieder zurück. Und hier entsprechend rein. Haben wir hier verschiedenste Elemente vom Twilight Forest. Oh ja, hier wurde auch. Oh, hier wurde. Wie, hier wurde ja richtig schick gebaut. Ah, hier auch ein bisschen Twilight Forest immer noch. Hier muss ich mal gucken. Game Mode Survival. Oh. Ui, das ist natürlich interessant. Dann einfach. Stimmt, man konnte das einstellen, ne? Die Vector Blade konnte man da glaube ich einstellen, ne? Kommen wir hier einfach durch, ne? Okay. Ja, alles so ein bisschen verwunschen, okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja, der. Oh, hier haben wir ein Aquarium sogar drin. Nochmal ein paar. Profis, okay. Das ist schon. interessant, muss man sagen. Uiuiui. Okay. Ja, da kommt man, kommt man auf jeden Fall rein. Achso, hier haben wir leider eine Scanner-Door. Okay. Da komme ich leider tatsächlich. Ah, ich selbst, ich komme nicht rein, okay. Ähm, dann nehmen wir einmal den Spectator. Und damit auf jeden Fall wieder rein. Was haben wir hier? Hans! Hans im Glück. So, was haben wir denn? Was sieht, wie sieht denn aus? So, kann, da kann ich gar nicht zugreifen, wenn ich nicht. Ähm, ist Survival. So, okay. Das heißt. Auf die Terminal dem Name. Also nicht nach, sondern ich möchte ganz gerne die Stored Items anzeigen. Nach Number of Items. Oh ja, da ist auf jeden Fall. Also das Modpack auf jeden Fall durchgespielt, würde ich definitiv so sagen. Da ist auf jeden Fall einiges an Zeit reingeflossen. Und hier sehen wir auf jeden Fall auch mal so einen kleinen Übersicht darüber mit den verschiedenen Storage Monitoren. Das heißt, da ist auf jeden Fall einiges passiert. Schön. Gut, dann gucken wir mal weiter. Hier so ein kleiner Eingangsbereich, sehr schick gestaltet mit einem großen Aquarium. Gut zum Füttern einschalten und dann. Oh, da ist auf jeden Fall okay. Da muss ich mir das gleich noch mal angucken. Die Panik, okay. Mal, was ist hier oben passiert? Don't lamp, okay. okay. Emote Spectator müssen wir uns mal genauer angucken hier noch irgendwas ich nicht ganz die mechanik dahin wird okay. dann da was irgendwo abgeworfen also ich sehe es jetzt tatsächlich jetzt gerade nicht also ja du hast eine lampe an okay du kannst natürlich auch die lampe theoretisch ausmachen das kann ich auch hier auf jeden fall einmal aber ich verstehe tatsächlich gerade nicht mechanik da der überhaupt einen Ah, doch, hier ist tatsächlich irgendwie eine kleine Stunt-Geschichte mit dabei. Und was haben wir hier? Einen Mob-Duplicator. So, ah, okay. Der wirft dann was rein. So, ich, gehe. Ähm, wollen wir nochmal gucken. Ähm, das finde ich eine interessante Sache. Weil eigentlich manchmal gibt es auch Items, die man halt nicht gebrauchen kann. Okay, schade, das hat leider nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall gehen wir davon aus, der, der wird das entsprechend halt dann duplizieren, den Mob, den er da eingestellt hat. Ähm, ein bisschen über Pink Slime müsste das eigentlich funktionieren. Und dann kommt da ins Aquarium was rein. Oh, interessante Methode auf jeden Fall. Okay, gucken wir uns nochmal weiter an. Wir haben auf jeden Fall ganz, hier wurde auf jeden Fall ganz viel mit Deko und ganz viel mit Trophäen gearbeitet. Ähm, also kenne ich Abse gar nicht. Ja, ei, ei, das ist ja alles sehr schick aus. Also wirklich sehr, sehr gut. Ähm, sehr gut also sehr sehr stark sehr, sehr sehr starke Basis und überraschend muss ich ähm, weil das letztes Jahr nicht ganz so der Fall gewesen ist ähm, sehr gut wirklich ist sehr stark Find mir gut hier auch noch mal hier in den Elementen hier und das dann hier ist das Dann raus, Echt interessant. interessant, sehr interessant. Was haben wir hier oben noch? Um ah, hier oben haben wir so Technik innen drin, okay. Dachboden auch interessant. Okay, haben wir hier die Haupthalle. dann Haben wir hier unten auch noch mal stimmt. Genau so hatte der glaube ich, letztes Jahr eine Basis. So. Er hat reich gehabt, ist immer noch ein bisschen was vorhanden auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall gerade auch der äußere Bereich, das was man oben sieht, also wirklich große Klasse, fällt mir sehr gut. Hier fällt mir wirklich sehr gut, also da kann man wirklich, also großes Lob, großes großes Lob. Okay, gut, dann gehen wir einmal weiter zum den nächsten Grundstücken, zu einmal zum Grundstück Gabo. Ähm, der dem Unterwassertempel kann man in gewisser Art und Weise sagen. Leider nicht ganz fertiggestellt, beziehungsweise ihr könnt gerne auf jeden Fall noch mal in die ähm, Beschreibung reinklicken, denn da ist auf jeden Fall auch der das Video beziehungsweise ähm, ist auf jeden Fall auch noch mal verlinkt ähm, das äh, erstellte Video zum Unterwassertempel. Ich glaube, da ist auch nicht mehr besonders viel passiert. Deswegen können wir es hier an der Stelle kurz halten. Ähm, erstellt von Lars Gaming und seinem Team halt in gewisser Art und Weise. Ähm, ich finde den Tempel klasse, also keine Frage. Man hätte allerdings halt durchaus halt die Technik halt irgendwie nochmal ein bisschen weglassen können. Da gehört für mich dann persönlich halt keine Technik rein. Muss man muss man so ganz klar sagen. Die Röhre finde ich ultra ultra geil. Also die Röhre geht ja sozusagen hier dann zum ähm, zur Brücke, wenn man das halt so möchte. Ähm, da haben wir es also das lassen wir auch noch einmal laden hier ja, gut ähm, in die in das Straßendesign mit eingearbeitet das heißt wir haben hier auf jeden Fall so eine Röhre die hier auf jeden Fall wirklich sehr sehr gut reingeht ähm, designtechnisch ja wie gesagt hier das Ender portal hätte es geben dürfen ich hätte dann auch noch mal muss ich gestehen ich glaube den Tempel dann auch noch mal irgendwie verschlossen muss ich sagen ähm, irgendwie vielleicht mit Wasser oder irgendwas in die Richtung oder dass man irgendwie oben nochmal eine Schicht Wasser hat oder was auch immer. Aber ich weiß natürlich, es ist natürlich super viel Aufwand, auch die ganzen Blöcke zu, zu zeichnen und das Ganze aufzubauen und so weiter und so fort, ne? Alles hier drin auch nochmal ein bisschen irgendwie so Work in Progress. Sind auch einige Statuen hier mit entstanden. Also das sind auf jeden Fall wirklich einige, einige tolle Sachen hier auf jeden Fall mit passiert, die man sich hier sagen kann. Also hier zum Beispiel, hier zum Beispiel so ein Dreizack halt, ne coole dekorative Elemente auf jeden Fall. Ähm, gab es nicht auch irgendwo gab es auch glaube ich noch irgendwie so Statuen nicht stimmt. Ich glaube hier links genau hier links super große geile Statuen halt auf jeden Fall sollte auch rechts noch fortgesetzt werden. Aber das wurde dann zeitlich leider nichts mehr, weil dann das Projekt dann doch irgendwie eine Nummer zu groß gewesen ist am Ende für zwei Personen. Aber das ist natürlich immer schwierig halt ne vorher halt irgendwie genau einzuschätzen was wurde wie wie groß ist ein Projekt halt für jemanden ganz ganz schwierig halt auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zum ähm, Team gute Frage, nächste Frage. Da ist leider ja tatsächlich nicht besonders viel passiert, muss man leider sagen. Aber ähm, private Gründe haben da sozusagen vielen ein Stück weit verhindert. Sehr schade. Ähm, hier wurde auf jeden Fall ein bisschen was gegen angefangen zu setzen. Ähm, mit verschiedensten Modifikationen, alles sehr kompakt. Ähm, kennt von sehr erfahrenen Mod-Spielern. Um, der One um, von Lord Warner. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall einmal verschiedenste um, Basenelemente halt auch entsprechend aufgegriffen, aufgegriffen bekommen, um, die dort hier auf jeden Fall gut zusammenspielen und gut wirken. Auf jeden Fall schon aus. Um, gefällt mir auch. Gut. So. Dann gehen wir einmal weiter zum Gebiet O2G Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall hier so eine Silhouette. Ich glaube, wurde nicht komplett zu Ende gebaut. Ne? Ein bisschen schade. Muss ich auch erstmal wieder einladen hier das Ganze. Nicht ganz zu Ende gebaut. Angefangen mit Technik. Ähm, ja, mittelweit gekommen würde ich in, insgesamt sagen. Ähm, auf jeden Fall ein paar Elemente auf jeden Fall gebaut. Ja, wie gesagt, die Helix hätte man durchaus noch zu Ende bauen können. Und dann, ansonsten wäre es eine coole äh, Basis geworden, glaube ich. So, dann sind wir hier auch schon bei der Brumi-Party. Ich glaube, da brauche ich nicht besonders viel mehr dazu zu sagen. Das bedeutet, wir haben eine riesige, ähm, eine riesige ähm, ja, Festungsanlage, kann man halt sagen. Ähm, so ein bisschen Minastiere nachempfunden. Habe ich auch schon ein Video entsprechend dazu erstellt. Gerne auf jeden Fall mal in die Beschreibung reingucken und da einmal die Playlist ähm, zu Dutech 30 einmal entsprechend angucken. Hier dann haben wir auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen Technik, ähm, was noch entsprechend halt verbaut ist. Ähm, und stimmt, ähm, hier haben wir auch nochmal ein, ein paar Turbinen zum Beispiel und ein bisschen Reaktor-Casings und so weiter und so fort. Und hier oben haben wir dann irgendwie den ME-Kern hier mit drin, ähm, dass man gut auf jeden Fall die Basis sich ähm, ja, gut versteckt, halt auf jeden Fall. Und man sieht auf jeden Fall ganz, ganz viele ähm, ja, Elemente, die hier mit reinwirken. Gerade der äußere Bereich, gerade die, dieser Bereich sehr. Der Schick gebaut, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier haben wir nochmal eine schöne Glocke. Und ähm, ja. Und äh, der Teampartner von brumi sozusagen war an der Stelle ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, das Straßenbauamt, aka baurischer Wenn man sich das einfach mal anguckt, jetzt noch einmal gucken. Okay, Dann müssen wir einmal gucken. Ähm, time add. Dann einmal das. Und zack. Okay. Ähm. Das bedeutet, wenn wir uns hier mal angucken, haben wir hier auch noch mal so eine schöne Brückenkonstruktion, was ich auch sehr geil finde. Ähm, leider geben, geben das meine Chunks gerade nicht so her, ähm, so dass wir hier noch mal nach drüben, nach rechts entsprechend schauen können. Und da erhalten wir sozusagen die Ku Kugel. Ja, die Kugel auf jeden Fall, ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall super riesig, also ganz, ganz klar. Also da kann man nichts anderes zu sagen. Super krasses Bauwerk, definitiv. Und wenn man wirklich mal ein bisschen näher rangeht, werden wir sehen, dass die Kugel aus Basic-Bins von Mechanismen besteht. Ähm, aus aufgrund von leg ähm, problemen mussten, musste leider musste er leider die Anschlüsse hinten dran abbauen, in gewisser Art und Weise. Weil das wäre dann am Ende halt zu viel geworden, muss man ganz klar so sagen. Ähm, weil diese Kugel halt doch am Ende halt die Performance doch ordentlich halt in Das ist natürlich schon echt ärgerlich. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal den ME-Controller, beziehungsweise das war nur ein dekorativer ME-Controller. Wir haben hier auf jeden Fall irgendwie die, die Basis. Dann kann man in jede Richtung halt gehen. Ähm, ich habe das mal in einem Video schon mal vorgestellt. Wie gesagt, auch da gerne nochmal reinklicken haben wir hier eine, eine das will Ecke dann haben wir hier eine ähm, ein paar Controller dann haben wir hier einen, eine Baumform oder ist das nur dekorativ das auch eine Baumform sein ich glaube es ist eine Baumform ähm, dann haben wir hier die mechanism Ecke wo produziert wird oder beziehungsweise verarbeitet wird haben wir hier auf jeden Fall auch noch mal eine ba das. Im Plant Sower haben wir oh, ich weiß nicht auch Technik ah doch hier Fertilizer. Okay. Ähm, dann haben wir hier auf jeden Fall hier hinten drin haben wir eine Immersive-Ecke auf jeden Fall. Auch wenn man es nicht wirklich gebraucht hatte für das Modpack an sich. Und hier haben wir irgendwie eine Cooking-Automatisierung. Und ähm, hier kommt auch noch mal eine Automatisierung von ähm, sozusagen von Tränken. Ähm, also hier wurde auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt und großes, großes Lob halt an die Basis. Ähm, hier haben wir ja nochmal ein bisschen was hier mit ähm, sozusagen Easy Villagers. Also hier wurde auf jeden Fall ganz, ganz viel entsprechend halt erstellt und es ähm, sieht auf jeden Fall Wahnsinn. Also wirklich großer, großer Wahnsinn. Ähm, sehr, sehr übertreibend, muss man wirklich so sagen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, leider hat techn die Technik dann halt am Ende leider nicht mitgespielt. Es waren am Ende zu viele Storage Buses, die halt ganz einfach wirklich für einen sehr massiven Drop halt gesorgt haben. Ähm, man hat sich das halt mal angeguckt gehabt ähm, halt indem man halt einfach mal ein paar potenzielle Gebiete sozusagen halt mal disabled hat ähm, und man hat dann halt ganz einfach gesehen okay gut die und die Basis bringen uns das und das an FPS ähm, oder beziehungsweise nicht FPS sondern TPS halt im Grunde genommen auf einer gewissen Serverkonfiguration wenn die ausgeschaltet sind ähm, oder nicht geladen sind und dann hat man auch noch mal geguckt was passiert wenn die Dinger ähm, stumpf halt im Grunde genommen reingeladen werden ähm, ja, wie gesagt, man hat auf jeden Fall gesehen, ähm, auch wenn da die Dinger nicht ähm, angewiesen sind, sondern nur alleine die Storage Buses, die da halt irgendwie versucht haben zu kommunizieren, ähm, haben dort auf jeden Fall ordentlich was an Lag verursacht. Ja, und ansonsten war es das an der Stelle halt für dutek von ähm, 2023. Beziehungsweise die Videos erscheinen erst 2024, beziehungsweise ähm, ja, sind auch 2024 aufgenommen, also in dem Fall von Dutech ähm, 3. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß ähm, bei dem Projekt wie ich. Ähm, ich finde es immer ein sehr, sehr schönes Projekt. Ähm, und gerade dieses Jahr sind sehr, sehr viele tolle Bauwerke auf dem Dann vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.